stellte Josua vor, als er sich darauf vorbereitete, die Israeliten nach Kanaan zu führen, das Land voll von ihren Feinden. Obwohl Gott ihnen dieses Land verheißen hatte, war der Weg zur Erfüllung dieser Verheißung lang, schwer und voller Ungewissheit. Vielleicht ist das der Grund, warum Gott Josua erinnert: Ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Sei mutig und stark. Gott kannte Josuas verborgene Bedenken. Deshalb begegnete er der Furcht in seinem Herzen. Der gleiche Gott, der schon Josua ermutigte, möchte auch dich ermutigen. Er weiß, wie leicht Furcht und Sorge jeden lähmen kann, der aus seiner Bequemlichkeit herausgerissen wird, weil er in Situationen gerät, die er nicht kontrollieren kann. Zum Glück ist Gott, egal wie unsicher du dich fühlst, der Ausgang jeder Situation bekannt. Und er verspricht, diejenigen nie im Stich zu lassen oder sich von ihnen abzuwenden, die sich an ihn halten. Seine Kinder sind nie allein. Du bist nicht allein. Und deine Zukunft liegt in seinen Händen. Wie gehst du also mit Ungewissheit um? Du erkennst deine Grenzen an, gibst deine Erwartungen auf und ergreifst Gottes Zusagen. Sei mutig und stark, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe, und du wirst es den Israeliten geben. Josua 1, Vers 6.